Du kämpfst schon seit einigen Wochen, Monaten oder Jahren mit deinen Knieschmerzen aufgrund einer Knieverletzung? Dann ergeht es dir sehr, sehr wahrscheinlich so wie unserer Kundin Sabine, die über 4 Jahre lang ziemliche Schmerzen in ihrem Knie verspürt hat, aufgrund ihres Teilrisses nach einem Skiunfall. Sie hat alles Mögliche probiert, um diese Schmerzen endlich in den Griff zu bekommen. Sie war sogar so weit, dass sie eigentlich nur noch Spritzen so als ihren letzten Ausweg gesehen hat. Dann hat sie sich doch dazu entschieden und voll Mut gefasst, mal mit uns in den Kontakt zu gehen und schließlich mit uns die Zusammenarbeit zu starten. Und was seitdem passiert ist, in ungefähr 3 Wochen Zusammenarbeit, das erfährst du in diesem Video. Hallo, liebe Sabine, vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mal so einen kleinen Erfahrungsaustausch mit uns zu machen. Du bist ja jetzt noch gar nicht so lange da, aber magst du mal verraten, ja, was dein Knie angeht, was deine Situation war, bevor du zu uns gekommen bist? Mein Unfall war vor 4 Jahren, ein Skiunfall, und ich habe mich nicht operieren lassen, sondern habe eine andere Art gewählt, damit umzugehen, also konservativ das zu machen, und war dann bei sehr vielen Physiotherapeuten, bei Osteopathen, also allen möglichen Therapeuten, und habe irgendwie versucht, die Probleme in den Griff zu bekommen. Und war auch zwischenzeitlich immer wieder bei Ärzten, weil mein Orthopäde eben gesagt hat, ich sollte mich operieren lassen und so weiter. Und ich habe einfach von der Idee nicht abweichen wollen, dass ich mein Knie auch so in den Griff kriege, ohne Operation. Bin aber irgendwie natürlich immer unsicherer geworden, weil ich auch niemand hatte, der mich begleitet hat, irgendwie konstant oder so, und teilweise mir dann Sachen anhören musste von den Therapeuten, von den Ärzten, die eher dazu geführt haben, dass ich noch verunsicherter war. Und und eigentlich bin ich aufmerksam geworden auf euch durch Christina Frese, die ja auch bei euch mitmacht. Ich habe mal über ihren Kanal quasi Kontakt aufgenommen zu ihr, über Fitness Warrior, und habe dann mal auch ein bisschen trainiert mit ihr. Und sie sagte mir damals, ich habe sie gefragt, ob sie einen guten Physiotherapeuten kennt. Und dann sagte sie, ja, sie kennt einen sehr guten Physiotherapeuten, Steffen Schwarz, aber der wäre eben in der Nähe von Berlin. Und ich komme aus Stuttgart, und deswegen war das halt so, dass ich dachte, oh Mist, also Berlin ist einfach zu weit. Und und ich bin eben Christina dann auch auf Instagram gefolgt und habe dann mitbekommen, dass sie halt bei Knee Athletics jetzt mittlerweile mitarbeitet, und habe irgendwie gesehen, dass das Programm jetzt, oder dass Steffen Schwarz oder ihr zusammen jetzt so ein Online-Format habt, wo man quasi das überall aus Deutschland mitmachen kann. Und dann habe ich das so eine Weile mit mir rumgetragen. Und Und was hat dich schlussendlich dann bewegt, doch Kontakt aufzunehmen? Und ja, was waren so Dinge, die dir durch den Kopf gegangen sind, warum du vielleicht auch skeptisch warst, Angst hattest vor einer Entscheidung dann letztendlich auch? Und warum hast du schlussendlich dann gesagt, naja, okay, ich mach das jetzt mal? Also meine Ausgangssituation war ja, dass ich so Probleme hatte, dass ich eigentlich so weit war, okay, ich lass mich jetzt spritzen quasi mit der Goldig-Methode, also mit Hyaluron oder irgendwas Ähnlichem, um meine Probleme in den Griff zu bekommen. Und auf der anderen Seite stand eben das Konzept von euch nochmal. Ich habe mir ja vorher das schon angeschaut, was ihr an Informationen halt so ins Netz gestellt habt und so weiter. Und dann habe ich so geschwankt zwischen dieser Methode, okay, ich lasse mir Spritzen geben und dann wird anscheinend alles gut, oder ich versuche das nochmal grundsätzlich anzugehen und zu sagen, okay, mit den Spritzen, die lassen irgendwann mal nach und dann stehe ich vielleicht wieder an dem Punkt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, es war wirklich so. Ich habe schon den Druck gebraucht, dass dieser Arzttermin immer näher rückte. Und dann dachte ich, nein, ich muss jetzt noch mal Knie Athletics
wirklich jetzt in Kontakt treten und nochmal mir das Konzept von euch erklären lassen und einfach nochmal den Mut aufbringen und auch diese Energie, mich nochmal mit dieser ganzen Geschichte mit meinem Knie auseinanderzusetzen und eben nicht zu sagen, ich lasse mir das jetzt wegspritzen, sozusagen. Ja. Mhm. Und die Zweifel waren bei mir einfach auch da, dass ich dachte, es wäre schön, wenn es so gehen würde, aber ich glaube nicht richtig dran, dass man das mit Spritzen beheben kann. Ja. Und ich habe dann natürlich auch die Sachen gelesen von den Leuten, die bei euch betreut wurden, was die geschrieben haben und habe irgendwie gedacht, boah, das hört sich richtig gut an und ich glaube, das ist echt eine richtige Chance und ich musste einfach wieder so ein bisschen Vertrauen fassen, dass es wirklich noch eine Möglichkeit gibt, nach so vielen verschiedenen Sachen, die ich ausprobiert habe, dass es da wirklich noch was gibt und ja, und dann habe ich halt Kontakt aufgenommen und in den Gesprächen mit dir am Anfang fand ich das so super, also wie du mich erklärt hast, wie du mich dann nochmal irgendwie abgeholt hast an der Stelle und einfach auch eine super Beratung, also wirklich, und das war dann eigentlich so, dass ich von Anfang an mich super wohl gefühlt habe, ja. Ja, das ist sehr schön zu hören. Ja. Und dann hast du dich ja für uns entschieden, ne? Ja, genau. Und wie lange? Und gegen die Spritzen. Und gegen die Spritzen, genau. Und ja, wie lange bist du jetzt bei uns? Und vor allem, was hat sich seitdem vielleicht auch schon verändert? Vielleicht magst du darüber schon mal was sagen. Ja, also das ich bin jetzt 3 Wochen bei euch und was gleich am Anfang super, super gut war, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich habe jetzt jemand, der ein Trainingsprogramm für mich hat, ich muss mir nicht überlegen, was ich mache, sondern ich habe jemand an meiner Seite, der so viel Erfahrung hat und die richtigen Übungen raussucht und so weiter, also einfach diese Verantwortung mal auch abzugeben und vor allem in Händen von jemand, der wirklich viel Erfahrung hat, das war eigentlich echt ein schönes Gefühl, also so endlich mal jemand an meiner Seite zu haben und nicht mehr alleine zu sein. Und das hat mir mental sehr geholfen. Und dann auch die Lockerheit von euch, also sowohl von Steffen wie von dir, zu sagen, hey, das ist alles gut, das wird wieder oder beziehungsweise mach dich nicht verrückt irgendwie, bleib locker und ja, das war einfach im Vergleich zu den Terminen, die ich sonst hatte, da habe ich mich immer, also bei Ärzten oder Physiotherapeuten, die waren eher schwierig. Und ich finde diese mentale Unterstützung total super. Die war für mich ganz wichtig, weil das eben schon 4 Jahre geht mit meinem Knie. Ja. Und ich habe gemerkt, wie ich, das Schönste war, dass wirklich von Tag zu Tag dieses Knie weniger in meinem Kopf war. Das hat so einen riesen Raum eingenommen in meinem Kopf, dass ich manchmal dachte, ich will nicht mehr. Ja? Und es war wirklich schön zu spüren, dass es weniger geworden ist, wirklich so von Tag zu Tag. Und das Vertrauen wieder da war, dass es gut werden wird und damit auch das Knie weniger meine Gedanken irgendwie, vereinnahmt hat. Ja? Hm. Und darüber hinaus war es einfach so, dass ich von Anfang an, wenn ich die nach dem ersten, zweiten Training gemerkt habe, also es ist jetzt wirklich nicht übertrieben, ich würde es sonst nicht sagen, dass es von Anfang an relativ schnell Auswirkungen hatte, im Sinn von, dass sich das Knie beruhigt hat, dass ich das Gefühl hatte, es wird besser, es Magst du nochmal kurz, bevor du darauf eingehst, nochmal sagen, was war wirklich mit deinem Knie los? Also wie hat sich das im Alltag bemerkbar gemacht und wie hat sich das jetzt trotz diesem eigentlich wirklich extrem kurzen Zeitraum schon ausgewirkt? Ja, also das Problem, was ich hatte, war, dass ich konnte zum Beispiel nicht spazieren. Also ich habe keine Schmerzen gehabt bei Übungen, also wenn ich irgendwelche Kraftübungen oder irgendwas gemacht habe oder Training gemacht habe, aber ich konnte zum Beispiel nicht spazieren gehen. Wenn ich spazieren gegangen bin,
habe ich während dem Spazierengehen keine Probleme gehabt, aber zum Beispiel so 3 Stunden danach hat es dann angefangen, dass die Kniescheibe, dass es so ein brennender Schmerz war unter der Kniescheibe und ich hatte das Gefühl, was weiß ich, das hat sich angefühlt wie aufgerieben, ja? Und das ging dann stundenlang und bis am nächsten Tag und was weiß ich, wie lange, also es war relativ lang, bis sich das wieder beruhigt hat und in der Zeit hat mich das völlig kirre gemacht, also weil es einfach unangenehm war, weil ich es die ganze Zeit gespürt habe, weil ich halt irgendwie dachte, ich weiß nicht, was das ist und so weiter und mir Sorgen gemacht habe und da, das war auch für mich so, dass ich dachte, ich kann, kriegt man das wirklich weg mit Training? Ja? Also klappt das dann mit der Methode von euch und so? Weil du hast ja auch vorher schon trainiert. Das war ja nicht so, dass du nicht Übungen gemacht hast. Ne? Was hast du da gemacht? Ich habe diese Übungen vom Physiotherapeuten, der mir gesagt hat, gemacht, was man halt so, also schon auch Kniebeugen, dann Split Squat, also so diesen Ausfallschritt. Ja, so ein paar Klassikerübungen halt, die man so mitbekommt, ne? Genau, und viel Dehnen halt, also viel Dehnen, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe das Gefühl gehabt, das wird immer schlimmer durch das Dehnen. Also so. Okay. Und dann habe ich, genau, das war eigentlich so dieses Problem, wo ich dachte, ja super, ich kann nicht mehr spazieren gehen. An Joggen war überhaupt nicht zu denken. Und wie soll ich sagen, mein Bewegungsspielraum hat sich immer weiter eingeschränkt und ich hatte so das Gefühl, okay, ich kann nicht mal mehr spazieren gehen, also Sport machen richtig, war auch nicht dran zu denken, ja, und nur Kraftübungen daheim zu machen und oder ins Fitnessstudio zu gehen, das ist ja auf Dauer keine Lösung, weil ich will ja am Leben teilnehmen, ne, so. Und nicht nur noch im Fitnessstudio mich aufhalten. Ja. Ja. Und jetzt hast du ja beschrieben, es hat sich so Schritt für Schritt schon gefühlt nach dem ersten Training eigentlich schon die ganze Wahrnehmung verändert. Also ja. Was ist jetzt der Status quo nach 3 Wochen Training? Also der Status quo nach 3 Wochen Training ist, dass ich mein Knie, dass ich dieses brennende Gefühl größtenteils verloren habe. Das war so ein Dauerschmerz, ja, der irgendwie da war. Dass ich oft jetzt ganz lange Phasen habe, wo ich das Knie gar nicht spüre. Ich habe auch vor kurzem festgestellt, das Treppenlaufen war auch immer so ein Thema, wo ich ganz stark gespürt habe, dass das rechte Knie eben verletzt war und das linke nicht, weil es sich komplett halt anders angefühlt hat und so. Und jetzt ist es wirklich so, ich laufe die Treppen hoch und manchmal weiß ich gar nicht mehr, welches wirklich, also ich spüre den Unterschied fast nicht mehr, ja. So gut wie nicht mehr. Und das ist so ein tolles Gefühl. Also so. Und das nach 3 Wochen, das ist natürlich schon krass. Ja. Ja. Das ging wirklich so schnell und ich hätte es nicht für möglich gehalten, weil ich halt 4 Jahre damit rummache und ich dachte halt, was soll mir noch helfen und wie kann das anders werden und jetzt ist es irgendwie echt, ich bin super, super happy. Ja, mega, mega, mega gut. Also ich bin auch jedes Mal baff, gerade bei so langfristigen Sachen, was denn doch ja tatsächlich die Expertise, die natürlich Steffen und einfach unser gesamtes Team jetzt aufgebaut hat, wie da einfach die Magie entsteht, indem man halt bestimmte Dinge fein justiert und vor allem auch individuell betrachtet. Ne? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja. Was war denn so deine größte Erkenntnis bisher? Du meintest jetzt in Bezug auf... Ja, auf dein Knie, also und auch auf die Herangehensweise mit deinem Knie. Was war so, wo sagst du, ach, wo war der Unterschied? Ja, der Unterschied war eigentlich, dass mir bewusst geworden ist, das war ja auch durch Steffen, dass er gesagt hat, dass das Gewebe einfach langsam wieder herangeführt werden muss an die Belastung und dass es eben sowohl eine Unterforderung wie eine Überforderung gibt. Für das Gewebe und ich glaube, ich habe mein Gewebe entweder über- oder unterfordert, aber es gab also diese stetige, jeden dritten Tag im Moment für mich dieses Training zu machen und
wie soll ich sagen, das, man hat halt einfach das Gefühl, dass es sehr durchdacht ist, dieses Training, und dass die, und dass das Knie einfach durch so viele unterschiedliche Übungen, durch feinjustiert wird. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Ja. Also, und diese Feinjustierung und diese wirklich super abgestimmten Übungen, die und die unterschiedlichen Übungen, dass die einfach dieses Knie genau an dem Punkt abholen, wo es abgeholt werden will, ja. Und sich quasi da. Muss sogar, ja. Ja. Oder abgeholt werden muss, genau. Ja. Und das ist sowas, diese Feinjustierung, ich kann es nicht anders sagen, wie das Training aufgebaut ist und so, das ist so etwas, das ist so anders wie die ganzen anderen Sachen, die ich gemacht habe. Ja. Mhm. Und das ist schon faszinierend, wie positiv ja, dann das Knie darauf reagiert. Mhm. Jetzt hast du ja noch eine ganze Weile mit uns vor. Ja. So, die ersten Ziele sind ja schon fast erreicht, oder eigentlich das wichtigste Ziel ist ja jetzt schon fast erreicht. Hast du jetzt schon drüber nachgedacht, jetzt nach den ersten 3 Wochen, was jetzt eigentlich wieder möglich sein könnte, was du dir jetzt so als Ziel gesetzt hast für die nächsten Monate? Ja, also ich habe ja irgendwie als mein Ziel angegeben, dass ich wieder joggen möchte und Skifahren. Und irgendwie bisher war das wirklich so, dass ich nicht für möglich gehalten habe, dass das nochmal irgendwie möglich ist nach diesem ganzen Drama, das ich jetzt irgendwie hinter mir habe. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass sich mein Radius wieder vergrößert, auch die Vorstellung in meinem Kopf, dass das wieder gut werden könnte, zweifle ich überhaupt echt nicht an, sondern ich bin total positiv gestimmt und freue mich auch darauf, dass es wieder für mich möglich ist, richtig Sport zu machen und auch wirklich wandern zu gehen oder Ski zu fahren oder irgendwie sowas. Und einfach die Möglichkeit zu haben, das wieder zu machen, das ist jetzt schon wieder real. Also vorher war das einfach... Also du kannst es dir vorstellen, dass das mit dem, wie wir arbeiten, auf jeden Fall möglich ist. Ja, ja. Ja. Ja, mega. Vielleicht auch, weil diese Schranke im Kopf weg ist. Ja. Das finde ich halt auch so in dem Konzept eine super, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Zumindest wenn Leute wie ich, die so chronisch Probleme haben über Jahre, was das eigentlich auch im Kopf macht. Ja, bei dir ist es ja akut gewesen. Ne? Hattest du eigentlich gesagt, was du genau für eine Verletzung hattest? Ich weiß gar nicht. Was ich hatte an Verletzung. Ja, was das genau war? Also ich hatte eine Kreuzbandteilruptur. Mhm. Aber das wurde am Anfang gar nicht festgestellt. Ich bin da sogar noch mal Skifahren gegangen mit dieser Teilruptur. Und dann hatte ich richtig Probleme und bin ins MRT gekommen. Und dann war auch noch Verdacht auf, dass ein Bruch da war und so weiter. Also so an dem Tibia, an der Tibia außen. Und hat sich nicht bestätigt, aber ich bin halt noch mit diesem Knie noch mal Skifahren gegangen und ich bin auch noch mal im Schnee ewig gelaufen und so weiter. Und im Nachhinein habe ich dann gedacht, oh mein Gott, ich glaube, ich habe das richtig strapaziert noch mal nach der Verletzung. Ja. Ja. Aber, ja. Okay, und daraus haben sich dann praktisch die chronischen Probleme entwickelt, ne? Genau. Genau. Also ich war ja noch bei Mohammed Khalifa, aber ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist ja so eine ganz spezielle Behandlung nochmal. Ja, aber es ist ja für viele bekannt. Also es sind ja auch ganz viele Sportstars, die das sozusagen darüber versucht haben, mehr oder weniger erfolgreich. Es gibt ja so und so eine Erfahrungsberichte. Ja. Also ich muss sagen, die Behandlung selber, die Bewegungsfreiheit, die ich danach hatte, war super. Also es war ungefähr 4 Wochen nach meinem Unfall, wo ich dort war, oder 6 Wochen später. Das war erstmal super, sehr befreiend und gut. Aber ich weiß noch ganz genau, ich bin ein Vierteljahr später bei einem Geburtstag gewesen von einer Freundin und ich konnte nicht mehr lange stehen. Also ich musste mich hinsetzen, da wurde auch getanzt. Ich tanze eigentlich gerne, das ging überhaupt nicht. Ich bin den ganzen Geburtstag gesessen und das war so einfach schon so
wo ich gemerkt habe, okay, das hat jetzt 3 Monate vielleicht gehalten, aber jetzt ist einfach wieder richtig. Nicht mehr so, wie du dir es erhofft hast, ne? Genau. Mhm. Ja, du hast eben das Thema Tanzen angesprochen, ist ja auch eine Sache, da braucht man ja auch sein Knie. Das kannst du dir zukünftig wahrscheinlich auch, was du so erzählt hast, wieder vorstellen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich, boah, wenn ich daran denke, dass ich also nicht mehr tanzen kann oder nicht mehr irgendwie auf dem Fest bin und irgendwie so Gas geben und Spaß haben und so weiter, das gehört ja irgendwie alles dazu. Und dieser Geburtstag, der war echt ein bisschen traurig, muss ich echt sagen. Und das ist ein Glück hinter mir. Also bin ich fest davon überzeugt. Magst du nochmal so zusammenfassen, wie du dich jetzt nach 3 Wochen und natürlich hoffentlich auch zukünftig, wie man sich als Kunde bzw. als Kundin bei Knie Athletics fühlt, ja, was das für ein Gefühl ist? Ja, also zum einen, es ist die gute Betreuung, also ich fühle mich super gut betreut, ich fühle mich mental sehr entlastet, im Sinne von, ja, dass ich einfach jemand habe, wo ich immer schreiben kann, wenn irgendwas ist, also wenn irgendein Problem auftritt oder wenn irgendeine Frage da ist, irgendwie, dass ihr immer da seid eigentlich, ja. Und dass ich einfach, ja, so ein schönes Gefühl, dass mein rechtes Knie, das jetzt so lange sich angefühlt hat, weil es wird es nicht mehr gut werden, es jetzt so langsam, ich manchmal vergesse, welches wirklich, also es sind jetzt nicht, ich spüre es natürlich schon noch, aber es sind wirklich viele Momente, wo ich gar nicht für möglich gehalten hätte, dass ich, wie gesagt, mal die Treppe hochgehe und nicht mehr weiß, welches Knie jetzt eigentlich das Verletzte war. Und das entlastet einfach so und ist so ein schönes Gefühl. Verrückt einfach. Also ja, ich finde es auch einfach super, super toll und ich bin sehr, sehr dankbar für, dass du dich getraut hast, sozusagen diese Entscheidung zu treffen. Das war ja für dich keine einfache Entscheidung in dem Fall. Ja. Aber ja, ich bin dafür total dankbar, weil ich ja in dem Moment schon gewusst habe, dass wir dir helfen können. Und das ist natürlich immer besonders gemein, insofern, dass derjenige gegenüber, der ja da eine Entscheidung treffen muss, da hängen ja auch finanzielle Geschichten mit dran und so weiter, dass man ja mit einem sanften und positiven Druck, ja, sage ich jetzt mal, zur Entscheidung helfen darf. Ja. Dann 3 Wochen später hier sitzt und dann hört, okay, die Probleme, die 4 Jahre da waren, sind irgendwie gefühlt schon weg. Das ist schon, also ist mega, mega, mega cool. Ja. Was würdest du denn denjenigen sagen, du hast ja gesagt, du hast mega viel ausprobiert. Ja. Und da war ja, das meiste war wahrscheinlich so 1:1 im Live, war ja auch ganz viel dabei. Und jetzt arbeiten wir ja komplett digital. So, und da haben ja viele noch so gewisse Ängste und Sorgen, Berührungsängste, gerade auch in Deutschland, was sehr interessant ist, weil international ist das ja gang und gäbe, dass man viel auch digital arbeitet. Mhm. Wie würdest du den Unterschied zusammenfassen und warum würdest du sagen, du hast ja jetzt das erste Mal wirklich richtige Ergebnisse, warum hat das jetzt besser funktioniert als diese ganzen Versuche mit Experten im 1:1 im Live, wo man irgendwie denken würde, okay, der muss ja mein Knie direkt sehen, der muss es anfassen, der muss, ja. Also zum einen finde ich, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, euch zu kontaktieren, also in Kontakt zu bleiben, was ja bei einem, ich meine, wenn man zu einem Therapeuten geht, dann hat man einmal eine, vielleicht eine Stunde irgendwie und dann hat man, was weiß ich, eine Woche keinen Kontakt mehr. Ja? Und das ist zum Beispiel bei euch ja komplett anders. Also man kann, zum einen hat man diese Trainingsvideos von Steffen, wo man einfach immer wieder nachgucken kann. Ja? Das wird nicht einmal erklärt und dann muss man sich das merken und so weiter. Und ich finde, das ist für mich auch ganz arg wichtig, dass die Übungen so exakt erklärt werden, ja, mit der Ausrichtung und so weiter, dass man da einfach auch die richtig macht, ja,
Und man kann es sich immer wieder angucken. Das ist ja zum Beispiel sowas, das geht ja nicht. Ja? Wenn man jetzt live bei jemand ist, dann hat man das einmal und dann geht man da raus und dann. Und noch so ein Laufzettel vielleicht mit, wo. Genau. Oder man nimmt es vielleicht mit dem Video auf, aber dann ist das halt auch mehr oder weniger so, ja, nicht so professionell. Bei Steffen ist es halt einfach super, wie ausführlich er das erklärt. Dann das mit Video aufzunehmen, also die Übungen, dass man einfach auch weiß, okay, der Steffen schaut sich das an und dann sieht er auch, mache ich das richtig oder nicht. Ja? Also ich glaube, das ist ja diese größte, vielleicht könnte so eine Angst sein, dass man denkt, naja, dann mache ich diese Übungen und niemand schaut mir zu oder niemand überprüft. Total, das ist ja immer eins der wesentlichen Dinge. Digital ist nichts für mich und da muss mir ja jemand bei zuschauen. Genau. Und da fand ich jetzt zum Beispiel, dann werden die Übungen oder beziehungsweise diese Videos, die ich Steffen schicke, dann schaut er die an und korrigiert, wenn es was zu korrigieren gibt, und ich kann die mir nachher anschauen und ich kann mich selber anschauen, wie ich diese Übung mache, und ich sehe die Korrektur und ich habe die viel besser in meinem Kopf abgespeichert, wie wenn ich die irgendwie mache und von außen sagt mir jemand, also im 1:1, macht es so oder so. Ja. Also ich finde, mit dieser Videoaufnahme kann man viel besser die Korrektur sehen und man kann auch sehen, wo muss ich noch die Bewegung verändern und so weiter. Also das eigentlich, es ist verrückt, aber es funktioniert einfach viel besser, weil man 1:1, weil man viel mehr Korrekturmöglichkeit oder Überprüfungsmöglichkeiten hat. Ja, mache ich das richtig und so. Naja, es ist ja auch ein Prozess, viele denken halt, das ist diese Einheit und dort passiert die Magie. Aber nein, dein Knie und der Heilungsprozess deines Knies, es ist ja ein Prozess über Tage, Wochen, Monate, bei manchen vielleicht sogar Jahre, ja, oder generell das Thema Training. Und da ist es natürlich geil, wenn man immer wieder diese permanente Korrekturschleife hat und sich mehr damit beschäftigt, weil wir sind ja ein totaler Fan davon, den Mensch, der bei uns am Start ist, in die Eigenverantwortung zu bringen. Mhm. Mhm. Und genau. Ja, super, das ist ein gutes Stichwort, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, also bevor ich zu euch gekommen bin, war ich bei jemandem, der hat mein Knie immer behandelt. Ja? Also ich lag da und er hat irgendwie an dem Knie was gemacht und ich hatte nicht das Gefühl, dass es wirklich besser wird. Ja? Ein Stück weit hat es mir mal geholfen und dann kam irgendwie so ein Punkt, wo nichts mehr ging und man geht halt trotzdem hin und es passiert nichts. Und man hat so diese Möglichkeit, selber was zu tun, wenn man mit euch das macht. Ja? Das ist eben auch so ein Stück weit Eigenverantwortlichkeit, ja, und ich glaube... Ja, man erfährt, wie man mit seinem Knie umgehen kann, damit man eben entsprechend... Die Lösung ist nicht derjenige von außen, sondern die Lösung ist man selbst. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann Hilfe zur Selbsthilfe, nenne ich das immer. Ja, genau. Da gibt es ja dieses Wort Selbstwirksamkeit, ja. Das mache ich total gern, weil da hat man wirklich das Gefühl, dass man wieder selber... eine Möglichkeit hat, da irgendwie darauf Einfluss zu nehmen, ja, und das ist, und begleitet eben durch euch, aber das ist einfach es macht nicht jemand von außen und man ist so ausgeliefert, sondern man kann das selber machen, ja. Mhm. Magst du vielleicht abschließend sagen, also erstmal vielen Dank für deine ganzen Ausführungen. Wir können ja auch dann, wir machen mal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein Update, wenn du dann spätestens, wenn du wieder anfängst zu joggen. Das sollte eigentlich machbar sein in der Zeit. Magst du vielleicht nochmal abschließend sagen, wem kannst du die Zusammenarbeit mit uns empfehlen und warum kannst du das empfehlen? Also ich kann es allen Leuten empfehlen, die irgendwie gerne ein Stück weit die Verantwortung auch für sich selber und für ihren Körper und für ihre Gesundheit übernehmen und auch eine gewisse Disziplin irgendwie so ein bisschen an den Tag legen, also was das Training angeht, Leute, die einfach gern Sport machen, sich gern bewegen und das ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben ist und auch
ja, darum kämpfen, dass es wird wieder so wird und da auch wirklich Energie reinlegen. Ja. Und was war deine zweite Frage? Ja, warum? Warum würdest du es weiterempfehlen? Also du empfiehlst es vor allem natürlich Leuten, die gerne ja sozusagen gesund, vital und irgendwie gewissermaßen aktiv im Leben sein wollen. Ja. Und wahrscheinlich so ein bisschen strugglen mit ihrem Knie. Und warum würdest du es empfehlen? Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass es in Deutschland keine Methode gibt, die wirklich eine Reha-Maßnahme nach so einer Verletzung, also eine adäquate Reha nach so einer Knieverletzung. Es gibt es einfach nicht in der Form, wie es das bei euch gibt. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, wir sind da echt noch Entwicklungsland in Deutschland und ich bin super froh, dass ihr da einen neuen Akzent setzt. Und das kann man gar nicht echt genug betonen. Deutschland ist halt ein Land, wo gern operiert wird. Und wenn man da nicht diesen konventionellen Weg geht nach so einer Verletzung, dann steht man ziemlich alleine da. Und ich finde mit euch, das ist wirklich so eigentlich ein Highlight in Deutschland. Okay, ja. Wow, vielen Dank. Da ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank und dann auf weitere tolle Wochen und weitere mega Ergebnisse. Ich bin schon ganz gespannt, wohin die Reise da bei dir geht. Ja, super. Vielen Dank.